Neunter Spieltag, letztes Heimspiel des FC Bayern Basketball in der Euroleague gegen den polnischen Meister Turow. Für die Bayern geht's um Platz 5, die Polen bei einem Sieg noch mit Hoffnungen auf die Top 16. Es folgt eine Partie mit gleich mehreren Geschichten. Die unendliche dabei das bayerische Verletzungspech. Mit Robin Benzing gesellt sich der Nächste auf die Verletzungsbank. Bänderriss im Sprunggelenk, Robin neben Vasa Micic und Yasin Itbihi ebenfalls zum Zuschauen verdammt. Die nächste Geschichte dafür umso schöner. Bryce Taylor ist zurück im Team. Der Kapitän wieder an Bord und mit einer starken Saisonpremiere nach langer Leidenszeit. Yeah, it's been a really long recovery for me. You know, I've had to work really hard to get back, so it feels great just to be on the court in front of the fans. And you know, I'm just gonna keep working so that I can get better shape as the season goes along. Erstmals in dieser Saison also mit Air 44 Bryce Taylor, der FCBB gegen Turow, mit dem Vorhaben, mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen zu tanken. Die Gäste wollen da natürlich nicht mitspielen, legen los wie die Feuerwehr. Chris Wright zur Führung, die bis 2 Minuten vor Schluss Bestand haben sollte. Die Bayern mit Leidenschaft und Kampfgeist gegen den zuletzt fehlenden Rhythmus. Duško Savanovic mit einem Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte, denn Duško, das ist an diesem Abend vor 5000 Zuschauern im Audidom die nächste Geschichte für sich. Doch dazu später mehr. Auch nach dem Seitenwechsel München teilweise über 10 Punkte im Rückstand, kämpft sich ran. Nur die Wende will vorerst nicht gelingen. Das liegt an starken Gästen, die, wie hier aus der Distanz, ordentlich treffen. Doch dann schlägt endgültig die Stunde von Duško Savanovic. 8 Meter, Hand im Gesicht, werfen. Nee, doch, ja klar, verrücktes Ding. Savanovic mit 31 Punkten am Ende, der Faktor im Bayern-Spiel, der die starke Aufholjagd und die Fans im Audidom belohnt. Raus die ganze Energie nach zuletzt schwierigen Wochen. Nicht nur die Bayern wie im Rausch. Yeah, it's really important, you know, we've had a rough couple weeks here and coming off some losses, but we wanted to make sure that we finish off the EuroLeague season strong and use these games to carry over to the Bundesliga game. So we have an important game Sunday against Bayreuth and now we just have to keep it rolling. Sagt der Captain, auf den Team und Fans so lange gewartet haben. Schön, dass er wieder zurück ist. Der Sieg über Turow, ein gelungenes Debüt und vielleicht der erste Schritt in die richtige Richtung. I don't know if it's a turning point, but the way that we finish the game is the type of energy that we have to play with every game, every quarter. So we're just going to try to carry that over and just try to get this thing going in the right direction. Am Sonntag soll dann möglichst die nächste gute Geschichte folgen im Bundesliga-Derby gegen Bayreuth. Bryce Taylor kann jetzt jedenfalls wieder tatkräftig mitschreiben.